So, Freunde, weiter geht's hier mit Dead Space 3 und wir sind kurz vorm Finale, glaube ich. Und wir sind immer noch auf der Verfolgung von Dennick. Und das kann nicht mehr lange dauern, dann haben wir diesen Sack gefunden. Also, Aliens, Aliens, ich bin ja froh, dass ihr nur so tut. Das sieht irgendwie nach einem Bossgegner aus hier, oder? Irgendwie Angst. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Okay. Und hiermit können wir nichts machen? Das ist ein bisschen sexistisch, oder? Verstehe ich's. Was zum Henker? Ach so, jetzt check ich's. Okay. Also für die hier müssen wie so eine Harlequins-Mütze. Das heißt, der muss noch hier runter. Ne, muss hier hoch. Okay, und jetzt können wir programmieren, oder wie? Ach du je. Ich hoffe, wir machen hier auch keine bösen Fehler. Gott, das ist keine Stadt. Carver, das alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Also, Maschine ist aufgemacht. Dann mal hin da. Tja, aber ich frag mich nur, wie wir das... Okay, nur eine, das beruhigt mich. Klasse! So, nicht den Kopf verlieren. Ein Riesenhaufen Fleisch. So. Dann mal rein da. Okay. Die Steuerung ist schon geil. Es hat so ein bisschen was von Amiga. Hallo.
Krass. Oben, unten, zwei. So, oben, unten und zwei. So, und auf mit dir. Ich sagte, auf mit dir! Was ist los? Okay. Da will er durch. Hey Carver! Ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt könnte ich nicht um aus Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt! Danke für den Tipp! Ist ja schon geil. Noch jemand? Tja, ich glaube, das war's. So, zwei unten, ein oben, ein unten. Und auf damit. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Aha. Töten oder getötet werden? Elektroschockmodul. Schön, dass man die ganz tollen Sachen erst zum Schluss bekommt. Hä? Habe ich was übersehen? Wieder da raus. Moment. Der hat wahrscheinlich noch nicht mal die neue Aufgabe, ne? Ne, hat er nicht. Dann schauen wir mal. Ah, okay. Also, ist ja auch nicht so schwer. Hier gibt es ja eigentlich nur den einen Weg. Alles andere macht jetzt nicht so viel Sinn. Wieder da durch oder einmal um die Maschine rum. Gucken wir mal. Ich glaube, da ging es nämlich auch rum. Oh ja.
Warum wusste ich das? Und warum habe ich das Gefühl, das war noch nicht alles? Na gut. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie tief im Herzen der Maschine. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Also, die Maschine neu ausrichten, alles klar. So, wir können hier nochmal zur Bank gehen. So, ein bisschen was gefunden haben wir ja. Gut. Ja, wobei, gucken wir nochmal eben kurz, ob wir hier diese ganzen Verbrauchsgüter, ob da noch genug von über ist. Also, Muni, oh ja, Muni haben wir. Ein paar Medipacks könnten wir gebrauchen, ne? Und wenn wir schon mal dabei sind, wir haben ja jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Wolfram. Gut. So, die Maschine neu ausrichten, ich denke mal. Tja. Also, es geht wieder zurück. Na komm schon. So, zwei unten, ein oben, ein unten. Und ab dafür. Wie gut, dass der Professor hier schon so fleißig war und alles vorbereitet hat. Ausgerechnet diese Viecher, ne? Das darf ja gar nicht sein. Ach du je. Ihr seid auf jeden Fall zu langsam, ihr Mistviecher, beim Weglaufen. Ah!
ich euch erwische, ey. Guter Versuch. Na? Na komm schon. So. Hat der auch gereicht, ne? Oben, unten, zwei unten. Oben, unten, zwei unten und ab dafür. Gut, und dann machen wir hier nochmal einen kurzen Schnitt. Nächste Folge geht's hier weiter. Bis dann.